Moin Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mega Mittwoch hier auf der Nordfriesischen Marsch 2.1 Vierfach. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaltet und auch sehen wollt, was es noch für weitere Neuerungen gibt, die euch morgen erwarten, wenn ihr die Map denn ja, auf Map haben wollt und runterladen wollt. Und zwar Baustelle Schleppdach. Ich hatte ja gefragt, vorgestern glaube ich war das, oder Montag? Vorgestern? Naja, ich weiß nicht genau. Ich glaube Montag war das. Also vorgestern. Wie sollen wir es machen mit dem Schleppdach? Jo, wir machen es als kleine Baustelle. Und ihr solltet 5 Stahlpaletten und 10 Zementpaletten anliefern, nicht mehr. Und versucht am besten wirklich genau passend abzuliefern und nicht mehr. Weil wenn ihr mehr abliefert, bleiben hier im Zweifel nachher Dekopaletten stehen. Und zwar hier rechts Stahl, hier links Zement. Wäre ein bisschen blöd. Von daher liefert also wirklich volle Paletten ab und genau die Anzahl, die ihr hier braucht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ansonsten wird es nicht ganz vollständig. Wo bauen wir das Schleppdach? Hier ran, wie gesagt. Hier kommt eine Verlängerung ran mit ein paar Stahlträgern hier an der Seite. Und keine Sorge, liebe Leute, ich weiß, hier gehen etliche Cosplay-Kurse von etlichen Fahrern, etlichen Spielern längs. Leute, da kommen keine Kollisionen in die Stahlpfeiler rein. Auch wenn es einige wieder sagen, oh, voll blöd, keine Kollision, voll unrealistisch. Ja, ist so. Aber lieber so, als wenn ich mir 100 Mal anhören muss, ah, da habe ich aber Cosplay-Kurse, kannst du das nicht wieder ändern? Nein. Deswegen, ich fand es schöner mit Stahlträgern und nicht freischwebend. Und das ist so eine Sache, liebe Leute, das bauen wir jetzt. Das ist aber immer noch nicht das einzige Highlight, also ne, noch nicht das einzige. Wir haben jetzt ja schon in der letzten Folge ein paar Highlights vorgestellt, hier auf der 2.1. Und ich werde natürlich in der letzten Folge nochmal alles später ganz klar vorher zusammenfassen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, kriegen wir überhaupt so viel Material zusammen? Ich glaube nämlich nicht. Ich brauche 10 Zementpaletten. Ich glaube, das haben wir nicht. An was mangelt es? Wir haben 1, 2, 3, 4 nur vollständige. Ich sag ja vollständige Paletten, ganz wichtig. Hier ist noch ein bisschen Leerpalette da, dann fehlt wahrscheinlich Sand oder Kies, ne? Sand fehlt. Kies ist ein bisschen da. Gut. Oder auch nicht. Und wir haben ja auch keinen Stahl, liebe Leute. Aber Stahl können wir durch Geldkassetten organisieren, das machen wir mal. Also, ich sag's euch nochmal, bevor nachher gemeckert wird. Nimmt volle Paletten. Ich weiß, ich glaube, wir haben im Zentrallager auch noch ein bisschen was drin, ne? Aber auch nicht wirklich viel. Und jo, der Pickup hat tatsächlich gut durchgehalten, ne? Dass wir den immer noch haben, den guten alten Pickup. Startmobil, ne? Also, so, einmal das Lenkrad auskalibrieren. Das Teil haben wir schon immer. Das begleitet uns jetzt schon weit über 800 Folgen, ne? Und wenn wir tatsächlich 1000 Folgen schaffen sollten, dann ja, verkaufen wir ihn. Zum Beispiel. Ja, es wird Licht. 21 Uhr gerade. Ich habe ja extra auf 15-fache Spielgeschwindigkeit gestellt, ausnahmsweise. Ich weiß, wir kriegen Probleme mit den Fabriken. Da kommen wir natürlich jetzt als einzelspielliche Null hinterher, aber das ist auch, wie gesagt, ist so gewollt. Es wäre natürlich schön, wenn wir auch jetzt die Baustelle noch ein bisschen beliefern würden und dann erst die Zeit, oder? Ja, komm, machen wir so. Kann ich euch vielleicht ein bisschen mehr zeigen, das finde ich besser. Ich gehe jetzt erstmal auf mal 5 oder ich gehe sogar auf mal 1. Das ist echt blöd. Ja, komm, wir machen mal 1. Ne, wir machen mal 5. Ist ja auch egal. Ich krieg's eh nicht hin, Leute. Also ihr werdet den Rest wahrscheinlich Donnerstagnachmittag dann sehen. Schon absehbar, dass es zu viel ist, hier zu lange dauert. Als dass man das jetzt so... Oh. Ein bisschen eklig gerade. So, da muss ich schnell mal eine Spinne erledigen. So, deswegen bin ich ins Wasser gefahren. Da sieht man mal, ne? Die bösen Insekten oder was auch immer, die Krabbelfiecher hier. Das ist natürlich, wenn man die Fenster aufhat, wegen der Wärme, kommt natürlich auch Ungeziefer rein. Das bleibt ja gar nicht aus. So, also ich mach's mal 5 erstmal. Wir holen jetzt mal das Geld, was wir hier so haben an Geldkassette. Packen wir hinten auf die Ladefläche rauf. Oder schmeißen es auf den Boden. Nein, ich nehme es besser mit. So, 6000 ist nicht viel. Aber wir brauchen insgesamt 5 Stahlpalette, also wir brauchen schon ein bisschen Geld. Zack. 9000, das lohnt sich ein bisschen mehr. Ich werde, ja, wie gesagt, versuchen natürlich das genau so reinzubringen, wie es auch geht. Und was ich auch gerne nochmal zeigen wollte, weil ich es regelmäßig gefragt werde oder immer mal wieder sehe, dass Leute
nicht finden, wo man das, die Tür aufmachen kann. Einfach F1, dann habt ihr das Menü oben. Und dann seht ihr hier, Lichtschalter an, aus, Lichtschalter an, aus. Und dann müsst ihr hier ein bisschen noch näher rangehen. Und hier könnt ihr auch das Tor öffnen und schließen. Das ist ein bisschen blöd, aber geht aktuell nicht anders. Mal das Licht an, dann könnt ihr hier ein bisschen weitergehen. Und dann passiert auch mit der Tür nichts. So, also ihr könnt die Türen aufmachen. Sieht viel einladender aus, wenn ihr hier die Türen aufmacht. Hier ist die Wahl nur 6000. Das reißt uns jetzt nicht wirklich vom Hocker, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich hatte die Leute ein bisschen zu nah gegriffen, deswegen konnte ich gar nicht mehr richtig laufen. Die muss man schon ein bisschen auf Entfernung nehmen, die Paletten. Okay, Kassettenpaletten, wie auch immer. Kannst auch mit Autoload machen, rückwärts reinfahren mit dem LKW, Autoload und zack. Oder ich habe auch diesen Pickup immer noch, ne? Aber von Schorsch, glaube ich, war das, der den mal geändert hat. Eigentlich praktisch, aber irgendwie hänge ich immer noch mit dem alten Pickup hier. So, wir nehmen mal alles mit, was wir jetzt hier kriegen können an Geldkassette. Und hoffen, dass wir dafür ein bisschen Stahl kriegen. Spanngurte anbringen besser, ansonsten verlieren wir das ganze Geld unterwegs. So, dann mal los. Auch schon jetzt 21 Uhr. So, das soll natürlich nicht das einzige Highlight sein, liebe Leute, in der dritten Mega-Mittwoch-Folge heute, sondern ich zeige euch gleich noch was anderes Neues. Aber ich bringe jetzt erstmal das hier rüber zum Stahl. Zum Baumarkt, zum Stahl kaufen. Dann haben wir jetzt neben der Brückenbaustelle auch eine Schleppdachbaustelle. Ich hatte auch überlegt, eigentlich wäre es ja auch ganz lustig, aber habe ich nur überlegt, gibt es nicht und werde ich auch nicht mehr einbauen. Ist mir nämlich erst nach dem Einbau eingefallen. Meistens hat man so gute Ideen, wenn man fertig ist mit dem Einbau des Schleppdachs. Und dann hätte ich gedacht, ah, eigentlich hätte man auch noch eine volle Geldkassette mit einem Wert von 25.000 reinbauen müssen. Hier Baugenehmigung oder Bestechung oder so, ne? Damit man seine Baugenehmigung überhaupt kriegt. Aber habe ich es eingelassen. Dachte, zu spät. Und das im Nachhinein wieder zu ändern, ist zu blöd. Also, selbst schuld. Das kleine Gimmick, auch wenn es bestimmt jetzt der eine oder andere lustig gefunden hätte, wird es nicht geben. Ich wollte es aber nur mal erzählen, was es nicht gibt. Jetzt bestimmt alle, nee, dann lade ich mir die Karte nicht runter. Wenn es das nicht gibt, dann will ich es nicht haben. Nein. So, Spanngurte ab. Und also ein bisschen aktiv natürlich unsere kleinen Mini-Geldkassetten, weil es ja echt wenig Geld drin ist, hier für Stahlpalette abzugeben. Den können wir auch werfen. Ist ja ein bisschen wie Basketball. Das andere war auch ein schönes Wortspiel mit Basketball. So. In einer der letzten Folgen war das irgendwie, ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber irgendwas war da. So. Zack. 34.000. Ein bisschen geht noch. Reicht aber nicht, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was Stahl kostet. Ich habe keine Ahnung, was ich da eingestellt habe. Vielleicht haben wir bei der Baustelle noch ein bisschen? Nee, ne? Aber bei der Baustelle kriegen wir jetzt schneller was voll. Naja, zur Not können wir das Dach halt auch noch nicht voll bauen, sondern erst in den nächsten Tagen und ihr seid dann wieder schneller. Ist auch völlig in Ordnung. Hier ist eine 5000er Palette, 5000er Palette. Einmal mit dem Hubwagen. Das ist immer unser virtueller Hubwagen, ne? Also, wie gesagt, wir tragen das nicht per Hand, wir haben hier so einen virtuellen Hubwagen. Oder virtuellen Gabelstapler. Das wäre eigentlich auch cool, wenn so an diesen Produktionen so kleine Mini-Gabelstapler überall stehen würden, die man dafür nutzen könnte. So, ich merke schon, ich komme in Zeitschwierigkeiten. Ich wollte euch ja noch ein kleines weiteres Highlight zeigen, was wirklich nur so am Rande erwähnt ist, und zwar Rinderhof. Auch da gab es ja einen Wunsch zur Änderung, ein bisschen mehr Licht. Ja, hier in dem schönen Ballenlager, hier an der Seite, ne? Kleinen Lichtschalter, könnt ihr ein bisschen Licht haben. Schön, wenn man die Ballen dann auch bei Nacht hier einlagern will. Sieht einfach schöner aus, wenn man da Licht zuschalten kann. Meiner Meinung nach. Deswegen, ja, kleines Highlight, ein bisschen Licht hier am Rinderstall. So, was gibt es noch Schönes? So ein paar Kleinigkeiten. Auch heute wollte ich euch gerne zumindest wieder drei oder so Sachen zeigen. Wir haben hier den Komposter, da waren wir eigentlich schon, hätte ich vorhin schon zeigen mit können, aber habe ich nicht gemacht, war auch nicht so schlimm. Und zwar hier haben wir das Gartencenter. Ihr könnt jetzt hier auch Sämaschinen auffüllen, wenn ihr es denn wollt. Weil es wird immer wieder gefragt, warum geht denn das nicht?
War von mir eigentlich nie so geplant, aber ich habe da jetzt einfach einen Trigger hingesetzt. Ihr könnt hier eure Sämaschine auffüllen und klar, hier hinten könnt ihr euren Dünger oder Flüssigdünger, Gift, was auch immer ihr nennen wollt, könnt ihr hier auffüllen. Sollte dementsprechend funktionieren. Ja, ein paar Kleinigkeiten sind auch gefixt, aber das war wirklich nur die fehlerhaften Kürbispaletten, die beim Lager falsch waren. Und bei der Mehlfabrik standen noch so ein paar Autos im Boden. Da war das Höhenmodell nicht ganz passend. Das ist dann dementsprechend ja, auch korrigiert. So, so viel dazu. Ne? Wieder ein paar Kleinigkeiten für Map-Version 2.1. Die Gesamtzusammenfassung hört sich immer mehr an. Ne? Gibt's in der nächsten Folge. Aber keine Sorge, Leute. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal was organisieren dafür, dass Zement produziert wird. Das ist echt ungünstig, dass ich das schon wieder alles nicht schaffe hier. Muss ich halt irgendwie vorspulen, abseits der Kameras. Ich werde es aber trotzdem dann natürlich wieder zurücksetzen, also nicht speichern. Aber ich muss halt noch die letzten Final, sag ich mal so, Final Tests hier machen, bevor ich euch da irgendwas vorsetze, was nachher nicht funktioniert. Das geht ja nicht. Da haben wir ja einen anderen Anspruch. Ich muss jetzt auch mal gestehen, wo ich noch nicht genau weiß, woran es lag. Ich hatte natürlich auch letztens noch schon mal was getestet und irgendwas im Fabrikskript oder irgendwas irgendwo hat sich über den Haufen geworfen und ich hatte tatsächlich einen Lua-Fehler, den ich nicht rekonstruieren kann. Also das heißt, er ist nicht 100% rekonstruierbar. Er ist eigentlich gar nicht rekonstruierbar, weil ich habe es danach nochmal getestet und ich hatte ihn nicht. Das wird wahrscheinlich sein, auf der Map laufen ja etliche Skripte im Hintergrund. Und vielleicht ist mal irgendwo 111000 und irgendwo war 00111 und irgendwo ist da ein Fehler reingekommen. Das hat mir tatsächlich die Safegame-Datei der Fahrzeuge zerschossen. Habe ich so noch nicht gehabt. Also Appell an euch. Die Karte ist echt krass umfangreich. Macht von euren Safegames regelmäßig Sicherheitskopien. Wenn man mal eine Stunde oder eine halbe Stunde verliert, ist zwar blöd, aber kein Weltuntergang. Aber wenn man keine Safegame-Datei hat und eine Woche oder einen Monat verliert, dann hat man wahrscheinlich keinen Bock mehr. Und ich weiß nicht, woran es lag. Also es kann sein, dass Fabrikskript war, es kann sein, dass irgendein Fahrzeug damit zu tun hatte, sei es der Palettensammelwagen oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, ich konnte nicht rekonstruieren, ich konnte diesen Fehler nicht wiederholen, weil immer wenn man einen Fehler wiederholen kann, weiß man ja, woran er liegt und dann kann man ihn in der Regel auch abschalten. Aber wenn man nicht weiß, woher der Fehler herkommt und wenn man ihn nicht wieder machen kann, na, also in der Lok, weil bisher ist die Lok ja einfach sauber, ne? Schon für den Umfang hier mega. So, willkommen Sand- und Kieswerk. Da sind wir und können jetzt mal schnell ein bisschen Sand und Kies in Zementfabrik reinbringen, damit wir da 10 Paletten Zement bekommen können. Denn wir müssen dann noch eine kleine Hütte bauen. Schleppdach. So, wie viel haben wir denn hier? Ein bisschen immerhin, ne? Ist der Dieselverbrauch hier eigentlich zu hoch eingestellt? Wieder leer, ne? Hatten wir hier nicht einfach hingebracht? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht genau, wie viel Stahl wir jetzt kaufen können am Baumarkt. Baumarkt? Pickup? Was sagt ihr denn? Habt ihr schon wieder eine Palette fertig? Die müssen wir schon wieder mit unserem Gabelstapler hier fahren. Ich sage 5 Stück. Noch ein Stück weiterfahren. Oh. Nein, bleib hier. Wir brauchen dich noch. Schon. Ja, das braucht gleich demnächst wieder eine volle Palette. Aber erstmal werden wir wieder zum Sand-Kies-Bereich gehen und jetzt schnell hier, genau, ist auch voll. Perfekt. Ja, ihr merkt schon, wenn ihr jetzt so seht, am Anfang dachte ich auch, reicht das jetzt schon an Neuerungen oder will ich mir noch mehr Zeit lassen mit 2.1 und dachte ich mir, ne, komm. Ich finde, die Neuerungen insgesamt sind gut, wenn sie alle funktionieren. Und sind alle mal eine neue Map-Version wert. Und man merkt eben auch, dass es jetzt nicht so, dass man das in 5 Minuten alles ausgetestet hat, was wieder neu ist. Sondern da muss man schon wieder ein bisschen spielen hier. Es sei denn, ihr habt, so wie Holger, 200 Stahlpaletten irgendwo liegen und vielleicht auch noch 300, was weiß ich, jetzt Zementpaletten. Dann könnt ihr natürlich das Schleppdach, zack, fertig bauen. Aber das hat nicht jeder. Das hat bestimmt nicht jeder. Und das hat auch noch nicht, wie gesagt, man braucht ein bisschen Zeit mit diesem Wassertrog-Add-on. Ne, muss man einfach mal eine Nacht rumkriegen. Und auch das ist ja noch nicht alles, liebe Leute. Denn alles Info gibt es heute um 18 Uhr.
Ja, genau. 18 Uhr ist heute die letzte Folge. Ja. Mega Mittwoch. Auch, es gilt weiterhin, liebe Leute. Mega Mittwoch. Ist mega cool, dass ihr mich so unterstützt. Ich freue mich, dass es bei euch so gut ankommt. Und wir machen es weiter, ne? Auch nächste Woche wieder. Jeder Like zählt dazu. So, jetzt holen wir nochmal. Ach so, ja, okay. Ich hätte auch da gleich rumfangen. Wir holen nochmal Kies. Kies. Den brauchen wir dringend. Kies hat mir so ohne Ende, meine ich, hier hingehauen. Jetzt können wir theoretisch auch mal eine Ladung zur Baustelle fahren und da richtige Geldkassetten produzieren, nicht immer diese kleinen aus dem Hof laden. Hier war doch irgendwie, ich sehe es gar nicht. Guck das mal an, 860.000 Kies. Krass. Also wir können etliche Gräben dicht schütten. Für all diejenigen, die nicht auf die Map-Version ohne Gräben warten wollen, weil die Frage kommt ja bestimmt wieder, wird es die Map-Version auch ohne Gräben geben? Ja, die Map-Version wird es auch ohne Gräben geben. Wann gibt es die Map-Version ohne Gräben? Ja, die Map-Version ohne Gräben wird es geben. Wann gibt es die denn? Ja, sie gibt es. Wahrscheinlich am Samstag. Oder Sonntag. Ich denke. Ich weiß es noch nicht genau. Sollen wir den Rest Sand denn auch noch rausholen? Ist ja nicht viel, aber immerhin. Wir haben auch ein Problem mit Leerpaletten. Das wird vielleicht nicht reichen für uns. Wir brauchen 10. Ne? 10 Stück. 10 volle Zementpaletten. Nicht mehr, aber definitiv auch nicht weniger. Ansonsten fehlt ein Stück vom Dach oder so. Willst du den Kies nicht nehmen sonst? Bin ich schon ein Stück zu weit gefahren, ne? Was hast du gegen den Kies heute? Da ist er. Alleine das dauert schon wieder ewig, Leute. Schade eigentlich. Ich wollte euch gerne ein bisschen mehr präsentieren, aber ich denke, am Donnerstag können wir das hier abholen. Dann haben wir hoffentlich knapp 10 Paletten, weil wir werden jetzt ja gleich über Nacht sonst noch ein bisschen schneller laufen lassen, damit wir die Paletten haben. In der Zwischenzeit bringen wir den Stahl schon mal hin. Also die 5 Stahlpaletten, die haben wir ja schneller zusammen. Ne, ich hole jetzt erst den Sand. Den Rest hier. Ist ja nicht mehr so viel. Das kann alles noch da rein, damit auch Zement mal ein bisschen langfristig produziert wird. So, ne? Gucken wir wieder zum Baumarkt. Es ist bestimmt Zeit, wieder einmal freizuräumen. Oder hoffentlich gucken wir auch gleich, wie viel Geld wir noch haben für weiteren Stahl. Ah, 5000 Stahl. So, haben wir 3 Paletten hier. Und was sagt der Vorrat? Ja, okay, kriegen wir. Guck mal, passt, Leute. Kein Ding. 24.700, da kriegen wir auf jeden Fall noch 3 Stahlpaletten raus, also. Nice. Brauchen wir Bretterpalette, Stahlpalette, Karton oder Leerpalette? Wir können noch ein paar Leer... Ne, können wir ja nicht, wir haben keine Geldkassetten mehr. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Und warte hier noch kurz, bis die nächste Palette gespawnt ist. 5.000. Dann brauchen wir noch eine. Dann können wir die schon mal abholen. Haben wir auf jeden Fall was vor der letzten Folge, aber das, ach, ich weiß nicht, Leute. Das kann nicht alles sein. Aber das nützt ja nichts. Wir haben ja auch noch Donnerstag Zeit, ne? Donnerstag kann ich auch noch ein bisschen was präsentieren. Zumindest das, wie es denn aussehen soll, liebe Leute. Denn, ja, wir kommen zum Ende der jetzigen Folge. Um 18 Uhr sehen wir es nochmal wieder. Also ich hoffe insgesamt, die Neuerungen im Schleppdach gefallen euch, auch wenn ihr natürlich noch nicht gesehen habt, wie das Schleppdach aussieht. Das ist jetzt kein weltbewegendes Ereignis hier, aber es baut sich hier nach und nach dann so ein bisschen mit Stahlträgern und Dach auf, ein klein bisschen Boden und gut für Boden und Zement. Sand und Kies habe ich drauf verzichtet, nur 5 Stahlpalette und 10 Zement und dann baut sich das Ganze. Ja, so viel dazu, liebe Leute. Dann würde ich sagen, war es das für die jetzige Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, danke für eure Unterstützung und um 18 Uhr geht es weiter mit dem Mega-Mittwoch. Bis dann und tschüss.